Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ihr habt ja geschrieben, beziehungsweise wurde geschrieben, dass ich doch mal bei einer Mission bleiben soll und nicht dauernd so hin und her hüpfen sollte wie so ein kleines Bunny. Ja, das bin halt normalerweise ich. Ich springe gern von Mission zu Mission, weil ich mir denke, ach komm, das kriege ich schneller hin und dann am Ende funktioniert es. Das hat der gute Daniel geschrieben, dass ich doch mal bei einer Mission bleiben sollte. Und das werden wir doch machen. Wir werden heute die Missionen, die wir haben, weiter durchführen. Und wir werden heute mit dem Roboter weitermachen, den wir hier haben. Schauen, wie wir den am besten voranbringen. Ich habe da noch ein, zwei Ideen, die wir durchführen können. Wollte nur gucken, ob was noch im Shop drin ist. Nö, ist nicht. Und meine Idee ist, wir müssen horizontal eine Entfernung erreichen. Bedeutet, nehmen wir doch mal, ne? Das ganze Teil hier. Drehen das nochmal um 180 Grad. Aber dafür brauchen wir, warte mal, wir müssen jetzt erstmal Teile tauschen, weil es gibt Sachen, die müssen repariert werden, verändert werden, bevor wir überhaupt was gescheit machen können. Und zwar muss zum Beispiel das hier geklont werden und da drunten angesteckt werden bei beiden. Damit wir sozusagen lang genug Arme und Beine haben am Ende. So, jetzt ist das ja nicht breit genug. Das muss ich ja sozusagen halten. Und dafür wollte ich jetzt gucken, ob wir nicht irgendwas Breites haben, was wir sozusagen moven können. Ich habe überlegt, dass wir sozusagen das nehmen. Hoppala. Dann das drehen. Oder wir drehen das wieder so. Stecken das hier an, machen dasselbe mit dir. Okay, und jetzt müssen wir uns mal anschauen, das ist AD. Auch AD. Und das ist WS. Wie wäre es, wenn wir das bearbeiten? QW. AS. Und JX. Und für die andere Seite verwenden wir... Geht sieht das aus? Würde ich schon ausgehen. OP. LQ. Und für D oder LÖ. Und für dich das hier. In Ordnung. Let's try this. Jetzt muss ich nur überlegen, wo waren denn die ganzen Tasten jetzt. Oh Gott, das wird... Im Grunde habe ich die jetzt übereinander gesetzt und dadurch sollte ich hoffentlich was machen, schaffen können. Ich muss starten, ne? Okay. So, okay, jetzt müssen wir... Okay, warte mal. Das ist doch jetzt nicht... Problem ist. Statt neu versuchen. Okay, andere Idee. Ich bring erstmal den Arm. Dass wir den hoffentlich von da aus bedienen können. Dann bringen wir das Ding so runter.
Okay, und müssen jetzt schauen, dass wir. Sozusagen den von A nach B bewegen. Bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir. Das ist gar nicht so einfach. Ah, come on. Oder können wir das irgendwie. Erreiche. Boah, keine Teile der Gruppe Triebwerk. Booster und Feuerwerk. Toll, die haben also alles abgehakt, was ich im Kopf hatte. Ich überlege gerade, wie wir das am besten hinkriegen. Wir sollen 5 Meter weit laufen. Laufen. Eigentlich müsste ich damit doch drei Beine dann arbeiten. Na, das wäre ja ein richtiger Horror. Mit drei Beinen gleichzeitig zu arbeiten. Also entweder bin ich zu doof oder ich habe eigentlich keinen Plan. Und was ist, wenn wir sozusagen die Enten hier austauschen? Gegen so richtig fette Teile? Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so mal als Idee. Bauen wir es mal. So, okay, neuer Versuch. Erstmal. Okay. Erst hochheben, bevor man die Füße versucht. Nein, nicht so. Jetzt mal wieder dasselbe. Bauen. Zum Start. Okay. Erstmal Fuß nach oben. Dann Fuß nach unten. Und dann dasselbe mit der anderen Seite. Erstmal hier Fuß nach. Hey, guck mal, wir fahren. Und wir rollen, rollen, rollen. So. Mission erfüllt. Zwar buggy, aber es funktioniert. Hui. Und rein theoretisch kann ich jetzt hier noch. Wahrscheinlich die Fahrgeschwindigkeit ändern. Ja, schau an. Total Level und so. Bringen wir das Ding noch nach oben. Ja, schau dir das an. Dann läuft es schon. 10 Meter geschafft. Mission erfüllt. Beenden. Epischen Tag errungen. Roboter. Divers. Schnecke, Kinetik. Was haben wir da? Haben wir da irgendwas schon, was wir kennen? Clever. Wir haben nur noch eins. Wir nehmen Drehgelenk, damit wir neue Sachen herausfinden, hoffentlich. So, hier. Und. Super Kombination clever. Das ist natürlich. Ah, das ist schmackhaft, du. Ich muss mal wieder lauter stellen. Ich habe gedacht, die Musik ist ja dauernd, leise dauernd. Kann das sein? Perfekt. So. Das hat sich doch jetzt auch erledigt. Irgendwas Neues hier. Komm, wir zersägen weiter die Schaufensterpuppe. Den rechten Arm, ja. $20 bezahlen. So. Herunterladen.
So, was haben wir jetzt noch? Dynamitstart, ja, den müssen wir uns noch anschauen. Bau einen Teil der Gruppe Schrott ein. Bau eine Tischsäge ein, schieße die Rakete in einen Müllcontainer. Okay, bau einen Teil der Gruppe Schrott ein. Check. Bau eine Tischsäge ein. Check. Und schieße das Ding in einen Müllcontainer. Ich habe noch nicht mal einen Plan, wo der Müllcontainer steht. Von daher müssen wir erstmal gucken. Das war die falsche Richtung. Aber okay, zurück zur Konstruktion. Wir wissen circa, wo wir hin müssen. Wir nehmen den schwächeren und kürzer schießenden Booster. Die beide auf der Seite aktiv werden, würde ich sagen. Und sollte das hoffentlich passen. Oder auch nicht. Scheiße. Na, mir geht's nicht um die scheiß Texte. Ich will es schaffen. Ich will die Mission, die ich schon seit Wochen aufgelagert habe, endlich mal beenden. So schaut's aus. Snippy geht mal aus. Ah, das kann jetzt lustig werden. Ups. Okay, nee, das war jetzt nicht so der Plan. Zurück zur Konstruktion. Es fliegt zwar echt schön geflogen, aber nee. Eher vorsichtig so nach drüben, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Die sind viel zu stark. Text von Starttyp blockiert. Oh, ich hab's jetzt aus den hochgeladen. Ja. Dann müssen wir so hochladen. Das war jetzt eigentlich niemand Absicht, aber okay. Ach, guck mal. Oh, eine Mega-Kombination. Seltsam und Kombination cool. Das ist natürlich schon cool. Warte mal, ist gar nicht doof, die hochzuladen jetzt. Das Money häuft sich auch an. Dann jetzt weiter aber zur Konstruktion. Ja, wir wollen weiter dieses komische Ding hier bauen. Schrott. Tischsäge. Das tun wir jetzt mal schnell snappen lassen. Und dann tun wir irgendwie das Ding hier einsnappen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir mit drei Boostern genug aufbringen, damit wir sozusagen die ganz leicht so nach drüben kriegen. Oder wir lassen die in der Mitte, den hier, die links und rechts gerade. Die so hin, dass die sozusagen den Boost geben und den in der Mitte setzen wir so, dass es sozusagen den Schub nach drüben gibt. Leute, das war die falsche Richtung. Zurück zur Konstruktion. Okay, also müssen mehr nach so drüben. Das ist doch eh eigentlich nur Glück, wenn du so siehst, ne? Das sind also die Aufgaben, da bin ich nicht der große Fan von, weil es eher mehr Glück ist, weil du weißt nicht, in welche Richtung das Ding circa fliegt. Okay, dann zurück zur Konstruktion. Jetzt habe ich gesehen, okay, das braucht noch einen steileren Winkel rein, theoretisch. Noch ein Versuch. Das war knapp, aber zu weit daneben. Dann machen wir den ein bisschen höher, den Winkel. Na, war schon näher. Zur Konstruktion nochmal. Und dann setzen wir den noch ein bisschen weiter rüber. Noch ein Versuch. Oh, das war knapp. Oh, das war echt knapp. Oh. Okay. Zur Konstruktion. Jetzt machen wir ohne Snippy
Secret. Noch ein Versuch. Okay, das war schon knapp. Ja, vielleicht doch nicht ganz so viel mit Glück zu tun. Noch ein Versuch. Oh yes! Es hat echt funktioniert, Wahnsinn. Ja, man kann es schon hinkriegen, aber es ist echt nicht einfach, okay. Wir nehmen alle Tabs, die wir hier kriegen. Und gehen auf Hochladen. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Keine Tabs dafür diesmal. Schade, aber ja. Oh Gott, wir sind auf einem guten Weg. 57.000 Abos. Ich glaube, da können wir auch mal nicht so beliebte Videos hochladen. Scheiß auf Holz. Okay, neues Video. Was? Was? Ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, dass du das brauchen kannst. Weißt du, dass Videos mit der Siege wird nicht reichen. Das hier ist ein ausgewachsener Flame War. Wir brauchen bessere Symbolik. Ich werde es einfach ignorieren. Bist du der Toast? Du musst zurückschlagen. Bring sie für ein allemal zum Schweigen. Das klingt so, was du umbringen willst. Wir müssen nur so für immer das Handwerk legen und für die ganze Woodbase. Lass eine Rakete in ihr Lager krachen und dann lass es brennen. Das geschehe ihr recht. Ihr Lager abfackeln. Wenn da Menschen drin sind, keine Sorge, das wird schon niemand sein. Ist doch nur ein nutzloses Lager für nutzloses Holz. Das ist der falsche Weg, Junge. Du bist nicht mein Chef? Bin ich nicht? Dieser Idiot Scrap Dad tut alles, was ich ihm sage. Und du solltest es auch tun. Wenn nicht, werde ich dich ruinieren und zwar für immer. Du hast so Trolle und Pipifax gegen das, was ich tun kann. Willst du mir etwa drohen? Nenn es, wie du willst. Ich weiß, dass du tief in deiner ein gutes Herz hast. Sei nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Abgesehen davon, liebst du es doch Raketen, oder? Es sollte also mächtig viel Spaß machen, dies hier zu tun. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Entweder du lässt eine Rakete in das Lager oder ich lasse deinen Arsch hochgehen. Kapiert? Haha. Ich bin froh, dass du dich für den Arsch geschossen hast. Morgen Lagerfeuer. Ich kann es kaum abwarten. Lass das ganz mal ins Whisky schicken. Nein. Zu schade. Dann habe ich genau das richtige Tipp. Den habe ich schon. Oh Gott. Okay. Das wird ja. Container Champion. Bau mindestens 4 unterschiedliche Teile. Suche Müll ein. Schieße die Rakete im Müllcontainer. Okay, das machen wir jetzt noch. Müll. Wir bauen, würde ich sagen, einfach so eine Keyboard-Rakete. Oder müssen es verschiedene sein? Mindestens 4 unterschiedliche Teile. Okay. Und schieße dann im Müllcontainer. Wir werden das auch wieder mit einem Booster machen. Schauen wir erstmal, wo wir hin müssen. Jetzt lädt er das Ganze. Okay, wir müssen nach da drüben. Bedeutet, zurück zur Konstruktion. Wir werden dasselbe System wie vorhin machen. Und schauen, ob sich das was bringt. Zum Start. Oh, knapp. Das war jetzt zum Beispiel zu viel Kraft schon. Oder wir nehmen den hier in der Mitte raus, setzen den hier ein bisschen rüber und gehen auf Bauen. Schauen wir mal, ob wir so oder ziemlich niedrig reinkommen. Also das war doch jetzt nur Glückssache. Kann ich da irgendwas? Schau mal, der fliegt immer unterschiedlich. Das ist doch. Jetzt fliegt er hier hin.
Das hat jetzt eigentlich nur was mit Glück zu tun, kann das sein? Okay, noch ein Versuch. Alter, schau wie knapp, das hätte jetzt perfekt gepasst, einen Meter daneben. Das gibt's doch gar nicht. Nein! Das schaffen wir noch in der Folge. Das ist einfach Copy and Reload. Komm schon, noch eine Runde. Okay, jetzt hat er es, aber die Konstruktion scheint ein bisschen doch zu tief zu sein. Bedeutet, wir werden das Snip-Grading wieder ausmachen, so. Holy shit, okay. Nochmal zur Konstruktion, vielleicht doch noch ein bisschen weniger. Noch ein Versuch. Und jetzt fliegt das Ding wo ganz anders hin. Das ist doch eine Frustration. Ach, komm schon. Das braucht nur noch einen Start rein, theoretisch, der genau da sitzt, wo er hin muss. No. Es müsste so einen fast Restart-Button geben, damit man diese nicht ganz passenden Parameter umändern kann. Da fliegt er nach dort, da fliegt er nach da. Jetzt komm schon. Warum fliegst du auf einmal so hoch? Nein. Ach, komm schon, knapp daneben. Ups, okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, dann machen wir es in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles drückt, einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.